Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von Path of Exile, The Quest of Wahl. Ja, wir fangen jetzt mit einem schnelleren Charakter an. Ich wollte den eigentlich im Livestream zeigen, aber da der Livestream von hier oben Streaming nicht geht, also er kein Bild anzeigt bei Steam, muss ich den halt mit Videos machen. Und ja, jetzt werden wir ihn mal ausrüsten. Also ich glaube, ich habe alles schon ausgerüstet. Außer ein Gürtel fehlt. Das ist der Gürtel mit 20% Increased Physical Damage. Und ich habe gedacht, wir machen einen besonderen Shadow. Shadow ist ja, wie ihr wisst, meine Lieblingsklasse. Wir machen einen Shadow, der auf Blitz Damage geht, aber Nahkämpfer ist. Wir werden mit Shadow Lightning Strike angreifen und eventuell als zweite Attacke noch das können wir am besten Elemental Hit, wäre nicht schlecht. Ja, werden wir dann schauen. Wir schauen, ob wir ein Level 1 Lightning Strike haben. Wie sehen die aus? Das ist Lightning Arrow. Ich müsste schauen. Ist der überhaupt gelb? Grün. Sag ich jetzt gelb. Das ist, glaube ich, grün. Das ist grün. Das ist Great World Temporal Chains. Wie ist was mit Lightning Grayson? Oh nein, Split. Da ist Elemental Hit. Dann machen wir das mal nach oben. So. Suchen noch einen. Ich glaube, der ist sogar rot. Aber wir werden sowieso viel rote, also Stärke sammeln. Ja, aber ich sehe es immer noch nicht gut. Schild, Liebstem, Engel, Stormkeil, Immortor. Seit wann ist Stormkeil rot? Ist es schon immer rot? Ich kenne mich gar nicht mehr so viel aus. Es gibt nämlich einen Hammer, der ist extrem gut. Der heißt Mjölnir. Und so einen möchte ich finden. Und werde dazu ein Bild schon mal machen. Infernal Blow wäre auch nicht schlecht. Lightning Strike. Die machen wir jetzt da oben hin. Alle Lightning Strikes hier oben. Haben wir sonst keinen mehr. Okay, schade. Dann haben wir ein Level 1, nochmals ein Level 1 ab Level 10. Dann haben wir hier Reef, werden wir am Anfang angreifen, und Wahl, Double Strike auf die Mitte. Gut. Also beginnen wir mit dem Lightning Strike Arrow, Lightning Strike Shadow, und probieren wir mal, den auf Speed zu machen, auf Geschwindigkeit und auf kritische Trefferchance eventuell später. Am Anfang ist es noch nicht so wichtig, aber später dann. So, wir haben sehr viel Mana, darum können wir hier ein bisschen spammen. Durch die Ringe haben wir hier plus 5 Mana gained und Kill. Das regnet jetzt sehr viel Mana. Ich mag einfach schnelle Charaktere und ihr findet es wahrscheinlich auch besser als ein Mager, der auf Glacial Strike und so geht. Das war ein bisschen langweilig. Das ist fast noch ein bisschen zu laut. Und noch weiter runter. Ja, so stört es uns nicht so. Auch wenn es ein bisschen leiser jetzt ist. Shadow, komm! Jetzt habe ich einen zweiten Shadow. Gut. Der leider nur ganz kurz dabei ist, aber sehr viel Damage macht. Eigentlich genauso viel wie mein Shadow wahrscheinlich. So, wir gehen hier unten auf One-Hand Damage. Und werden ihn mit Dolch spielen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, müssen wir halt improvisieren.
Schwert geht sicher. Ich sag, Schwert geht sicher. So, wir werden wieder durchrushen. Bis zu Krell und dann werden wir ein bisschen langsamer uns Ding, weil Krell ist sehr viel lohnenswerter als normal. Und dann ist unser Kämpfer schon ein bisschen stärker. Ich glaube, ich habe so 30 Parts hochgeladen, das sollte ungefähr Part 34, 35 sein oder so. Ja, einfach ein bisschen älter schon. Ungefähr 2 Monate alt. Aber jetzt geht es ja weiter, jetzt können wir ein bisschen mehr Parts machen. Ich habe auch wieder mehr Bock. Diablo 3 macht mir nicht mehr so viel Spaß. Sekiro 2 auch nicht mehr, dann habe ich genug Zeit für Path of Exile aufzunehmen. Und ja, mal schauen. So, wo seid ihr? Wir müssen so Glyphen finden. In Nester. Hier ist doch irgendwo ein Nest. Noch nicht. Kann man die Minimap nicht irgendwo hin tun? Lass mal schauen. Options. Input, nein, UI, Minimap. Show Corner Map, genau. Gut. So. Schriftrollen finden wir hier. Ach, Ebral, die nervigen Gegner. So. Dann sollte hier unten noch eines sein. Wo geht der Fluss entlang? Wir müssen immer auf den Fluss schauen. Der geht hier runter, aber geht dann nicht weiter. Hm, ich denke, hier ist noch eine irgendwo. Ah, die sind alle oben. Ach komm schon, ich will die finden. Ich will aus diesem Gebiet, das nervt. Und überall hat es sehr Sink-Probleme. Ah, die sind ganz da drüben, sag doch das. Hier ist einer, ja. Werde natürlich auch defensiv. Zum Beispiel mit dem Schild werde ich sehr viele Blockchancen und so holen. Und hier ist das letzte. Gut, dann haben wir das. Oh, wir sehen hier viel. Dann nehmen wir die Kiste nicht. Hä? Zwei? Also, gehen wir weiter. Jetzt kommt wieder ein besseres für den Reef. Für die Attacke. Ein Gebiet, wo es viel Gegner hat, weil Reef ja nicht große Ding bekommt. Großen Umfang. AOE Damage sind bei vielen Gegnern halt besser als bei einzelnen Gegnern. Weil wir dann die Größe hochhalten können. Und Reef wird pro Schlag auf einen Gegner größer. Die Reichweite. Also am Anfang hat man nur 1 Meter, dann hat man 2 Meter, dann haben wir 3 Meter. Wie ihr seht, es geht immer wie größer. Und das resettet, wenn man keine Gegner angreift für einige Zeit. Zum Beispiel jetzt wurde es wieder kleiner. So.
Das Gute ist an Lightning Strike, man braucht dort kein Melee Splash. Und ja, Multistrike braucht man für jeden Nahkampfangriff eigentlich, der nicht AOE ist. Ja, eigentlich braucht man es auch bei AOE-Attacken. Da kann man wirklich eins sparen. Bei Reef. Bei Reef müsste man es auch sparen. Also Melee Splash geht bei AOE-Attacken, die schon am Anfang AOE sind, gar nicht. Die gehen nur bei einzelnen Attacken. So, haben wir gefunden eigentlich. Schuhe, ein paar Schriftrollen. Mehr nicht. Gut, dann gehen wir zurück ins Lager. Nehmen die Belohnung an uns. Hier könnten wir Whirling Blades nehmen. Tun wir die irgendwo in einen Sockel. Sparen wir die noch auf. Wir wollen so seine neue Rüstung tragen. Neue Handschuhe, die verbessert sind. Hier haben wir irgendwo noch ein Amulett, das uns Geschossgeschwindigkeit gibt, weil die Blitze, die vom Lightning Strike rausgehen, die also sind Geschosse und die werden von Geschossgeschwindigkeit erhöht. Aber ich finde es gerade nicht. Es ist doch so ein braunes Amulett, braun oder grün. Vielleicht habe ich es bei einem anderen Charakter. Könnte es sein. Hol es mir nachher. Ich brauche es ja noch nicht. Ich greife ja noch nicht mit Lightning Strike an. Ich will nur den Trank verkaufen. So, benutze ich mal. Hier haben wir jetzt einen. Benutze ich mal den Whirling Blade Skill. Wo seid ihr? Hallo, ich suche euch Gegner. Man kann wirklich auch ein Bild machen, der mit diesem Whirling Blade angreift. Nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Ist ein bisschen zu gefährlich, wenn die Gegner so schnell sind. Schlechte Boni. Und jetzt BOOM! BOOM! Also kann man auch schnell reisen. Das ist ein Movement Skill. Und der ist gut zum schnell reisen. Also wenn ihr ganz viele Attack-Geschwindigkeit habt, dann setzt diesen Skill ein. Da kommt ihr sehr schnell vorwärts. Aber so bringt es noch nicht viel. Seht ihr, man steht immer ein bisschen still. Aber wenn ihr dann schnell, also mehr Angriffsgeschwindigkeit habt, dann geht das viel schneller. So, hier haben wir die Flut in Depths, hier müssen wir rein. Schauen wir hier mal um, wo der Boss ist. So. Sollte hier unten irgendwo sein. So, jetzt sind alle zusammen, jetzt kann man sie eigentlich gut angreifen. So. Sehr schön. Und hier ist der Boss. Ich weiß, dass du hier bist. Ich komme, um dich zu holen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du warst im Tatengrab.
Ah, hier ist er. Und, oh, der greift die ganze Zeit mit dem Doppelstrike an. Sehr schön. Und jetzt nochmal ein bisschen. Up. Ist mir leider schlecht zum Treffen, aber jetzt haben wir es. Oh, und wir haben eine Rüstung, die können wir gleich tragen. Das kennen wir hier noch kurz. So. Und. Level 8. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Dann gehen wir zurück mit einer Schrift dran. So. So. Was haben wir denn Neues? Ja, halt noch recht wenig. Neues. Haben wir hier Attacken, die besser sind. Man könnte hier noch wo ist es? Ja, wir haben keinen. Was wollte ich sagen? Doppelstrike. Wir haben nur Dual Strike, nicht Double Strike. Oder hier? Da haben wir Double Strike. Okay. Den benutzen wir als Angriff normal. Und haben jetzt einen Skillpunkt. Das heißt, wir haben den großen Boppel hier, den Hast, schon mal auf sicher. Gut. Dann gehen wir doch wieder hier hin. Und gehen jetzt diesmal nach Süden. In den anderen Eingang. Oh, ist das schnell. Sehr schön. So. Wo haben wir den Eingang? Ja, dann halt doch ab. So. Na du. Jetzt habe ich die Tränke gesoffen. Das Problem ist, bei Diablo 3 sind die Zahlen, die Attacken und die Buchstaben unten dran sind die Tränke. Und hier sind es die Zahlentränke und die Buchstaben, die Case. Das ist ein bisschen blöd für mich. Ach komm jetzt hier hin. Ja, Desync-Probleme. Ich weiß, dass es das Desync-Probleme gibt in diesem Spiel, weil die Server natürlich am anderen Ende der Welt sind. Nämlich in Neuseeland, weil die natürlich zu wenig Geld haben. Wieso auch? Weil das Spiel kostenlos ist. Niemand Geld ausgibt für dieses Spiel. Außer für neue Inventar, also Kistenplätze und ein paar optionale, also Dingskins und so. Aber das auch die wenigsten. Also ist ja in den Städten immer wieder viele Leute, die haben überhaupt nichts gekauft. Wie ich zum Beispiel, ich mag es nicht. Ich werde die Skins nie holen. Ich brauche keine Skins. Wenn ihr ein paar wollt, dann könnte ich es mal arrangieren. Aber da müssen viele dafür abstimmen. Und auch andere Sachen könnt ihr abstimmen. Einfach mal eine Frage hinstellen.
und unten dran schreibt ein Like, wenn ihr dafür seid. Und dann werden hoffentlich genug Leute euer Kommentar liken und auch annehmen. Sollen wir Damage oder Live? Wir müssen eigentlich bald mal hier hoch zu den Schock, zum Schock. Aber wir müssen so schnell wie möglich auch hier runter. Wir gehen einfach jetzt zum Repair T und gehen dann nach unten. Wir brauchen den Schock noch nicht. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie lange ich schon aufnehme, aber ja, ich werde jetzt einfach 30 Minuten ungefähr aufnehmen und sonst den Part splitten. Der Waypoint. Geht schon gut, also das Schwert ist sehr stark, aber bald habe ich dann einen Dolch, der noch stärker ist. Ich nehme die Scheißsachen mit. Die Items haben eine zu große Anding Targetbox. Dann nehme ich die mit zum Kampf leider sehr schnell mit. Ich muss es eigentlich wieder abschalten, damit ich nur mit Alt aufnehmen kann. Wenn ich die Alt-Taste drücke. Aber das nervt halt immer wieder. Eine Steinaxt. Also der war ja mal extrem einfach. So. Also dann nach unten. Den brauchen wir ja nicht leben. Aber noch, also noch nicht. Darum nehmen wir die noch nicht. Aber sobald wir zu viel Schaden bekommen, nehmen wir es. Ich muss einfach runtergehen, damit ich die Elementarsachen habe dort. Und die Schwerter, Schildsachen. Und Rüstung, also Dexterity. Evasion, also ausweichen. Zu Rüstung umwandeln, genau. Das sind die wichtigsten eigentlich. Ja, und dann kann ich getrost ein bisschen aufsparen. Ja, jetzt überall Rüstungen. Okay. Level up. Die Bogenschützen nerven mich einfach am meisten. So. Ah, hier ist schon der Bogenschütze. Der Boss. So, Steinaxt, gut. Gut. Steinaxt. Ja, ist nicht so gut. Und es ist Zweihand. Wir sind Einhandkrieger mit Schild. Bleiben das auch. Es gibt nämlich sehr gute Schilde und
sind natürlich sehr, sehr, sehr viel defensiver als zwei Waffen oder eine Zweihandwaffe. Mit zwei Waffen kann man noch ablocken, aber mit einer Waffe nicht. Da muss man ein Schild benutzen. Ich habe mich später umskillen auf zwei Waffen, keine Ahnung, aber am Anfang reicht es, wenn wir ein Schild tragen. So, wir gehen runter, wie gesagt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich werde noch kurz schauen, was für Rüstungen wir haben neue. Und ja, ja, hier hat jemand Skins Ding gekauft. Aber mehr auch nicht. Hier. Und hier Doppelstrike. So. Ja, den Gürtel werden. Ja, nein, der Gürtel macht uns schwächer. So. Den müssen wir nicht einlagern. Was wir jetzt noch holen. Wieso? Wer ruft mich an? Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye.